W.O. Bentley, der Gründer der Firma Bentley, musste aus finanziellen Gründen die Firma Bentley 1931 verkaufen. Über eine getarnte Firma übernahm Rolls-Royce die Firma Bentley und firmierte sie um in Bentley Motors 1931 Ltd. Mit der Übernahme sollte auch eine bedeutende Entwicklung eines neuen Modells geschaffen werden. Diese Fahrzeuge erhielten den Spitznamen Derby Bentleys, da sie in Derby produziert wurden. Man modifizierte 25-30 Rolls-Royce-Motoren und setzte diese in die Bentley-Chassis. Eine erhöhte Verdichtung, Bentley SU-Doppelvergaser und eine sportliche Nockenwelle boten deutlich mehr Leistung als die bisherigen kleinen Bentley-Triebwerke. Man modifizierte 25-30 Rolls-Royce-Motoren und setzte diese in die Bentley-Chassis. Durch eine größere Bohrung erhielt man sogar einen größeren Hubraum von 4257 Kubikzentimetern. Da das Fahrwerk hervorragende Fahreigenschaften, das Getriebe sich tadellos schalten ließ und die Bremsen sich als sehr sicher bewiesen, blieb man bei der bewährten Bentley-Technik. Die Synergien der beiden Firmen ermöglichten den perfekten Sportwagen. Da der Motor auch sehr laufruhig lief, nannte man die Derby Bentleys auch Silent Sports Cars, die leisen Sportwagen. Die meisten der Fahrzeuge waren mit einer Park Ward Karosserie ausgestattet. Ein paar wenige Modelle erhielten auch eine sportlichere Karosserie, wie das hier gezeigte Modell mit einer Karosserie von Dick Brockman.